Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe mir jetzt vorgenommen, doch nochmal eben schnell eine zweite Folge, also noch eine dritte Folge hintereinander aufzunehmen. Auch eben damit mir die Zombies da unten nicht alle weglaufen. Ich brauche eine Müllkiste. Ich komme gerade nicht ohne klar. Ich brauche mal eben schnell eine Müllkiste, wo ich dann nachträglich gut aufräumen kann. Weil ich brauche den Platz. Gerade. Ich brauche gerade den Platz. Geht nicht anders. So, das muss reichen. Und ab dafür. Nachgeladen ist. Prima. Und dann wollen wir mal die Jungs abknallen. Na? Und du hier? Aber ein bisschen Loot hätte ich von euch schon ganz gerne noch. Nachdem mich deine Kollegen so verarscht haben in der Nacht. Habe ich da eine leichte Aversion gegen euch? Ah, dachte ich mir doch, dass du den nicht auch noch schluckst, den Pfeil. Und tschüss. Nee, doch nicht. Gut, dann mache ich euch so kalt. Du brichst mir nicht die Füße. Das kannst du aber mal sowas von vergessen. Und du auch nicht. Das Messing nehme ich natürlich dankend mit. Und einfach so abgehauen wird hier auch nicht. Na. Ich habe jetzt ja die ganzen Eisenpfeile schon für den Bogen. Die werde ich auf jeden Fall erst verbrauchen. Das wäre ja blöd, die wegzuschmeißen. Und danach steige ich auf Armbrust um. Ja, doch hier noch was. So von da. Ah. Ihr seid aber spät dran. Boah, der hat ja total verfehlt. Alles klar, den habe ich besser getroffen. Das sah auch nach Kopftreffer aus. Das jetzt nicht. Das natürlich auch nicht. Das war Schulter. Und er da oben. Boah, den habe ich auf irgendwas getroffen. Ich werde die mal eben looten in der Zeit. Schon wieder Klebstoff. Mit dem kann man auch momentan überhaupt nichts Gescheites anfangen. So. Okay. Meine Kartoffeln sind endlich fertig. Nicht alle. Die eine hier hat sich verabschiedet. Und, okay, der Mais ist noch zu klein. Das ist auch noch alles zu klein hier. Mal eben schnell rauf die Ho-Holen. Und neue Kartoffeln einpflanzen. Ganz, 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 ganz wichtig. Werkzeugkiste, Quatsch, eine Dingskiste müsste hier sein, genau. Wie viele Kartoffeln haben wir denn jetzt? Wie viel kriegen wir aus einer raus? 4. So, dann machen wir uns 16 Kartoffeln. Und dann suchen wir uns hier mal eine geradere Stelle. Es ist schon wieder zu spät, uhrzeittechnisch. Das ist unglaublich. So, okay. Und ich höre doch schon wieder was.
angewackelt kommen. Man hat gar keine Ruhe mehr, ne? Na komm. Man hat gar keine Ruhe mehr von den Zombies. Finde ich sehr schwierig. Wirklich eine Wanderhorde nach der anderen. Jetzt sind sie an meinem Haus. Ich höre die. Ich höre sie doch. Machen wir mal kurz einen Prozess mit dem. Das finde ich interessant, dass die anderen mich da ignorieren, obwohl die genau daneben stehen. Das ist schon merkwürdig, oder? Tschüss. Und was willst du hier von mir? So, weg mit euch. Painkiller, gut. Oh, noch besser. Das ist ja total interessant, wie die mich da ignoriert haben. Ich höre aber immer noch von beiden Seiten irgendwas. Oh, die Ho, die ist so langsam. Das macht keinen Spaß mehr, sich ein Zelt zu machen. Das kann man ja schon fast offline machen. Ich höre von rechts noch irgendwelche Schritte. Da muss ich gleich mal hochgucken. Könnte ein Kriecher sein. Es ist sehr langsam vom Geräusch her. Jetzt ist es auf dem Holz hier. Gut, gucken wir mal. Gucken wir uns gleich mal an. Na shit, die Kartoffel ist wieder verloren. Die hat er da irgendwie unsichtbar eingesetzt. Oh, Schwester. Gut, das nehme ich auch gerne mit. Dann wollen wir das hier mal wegmachen, das hier wegmachen, das auch. Hört das denn gar nicht mehr auf? Die sind größer geworden, ne? Diese Blutdinger, oder? Täuscht das? Ach, den kann ich noch nicht. Nee. Nee. Hm. Okay. Dann jetzt mal schnell. Jetzt mal schnell Stu machen. Jetzt mal schnell Stu machen. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Wem ist aufgefallen, was ich vergessen habe? Ganz genau. So, komm, dann Bloodbag hier schnell rein und die beiden Bandagen hier schnell rein und Alkohol. Und dann nochmal schnell rüber. Mein Bärenfleisch da unten. Und mein Schweinefleisch. Das brauche ich auf jeden Fall. Das hole ich mir jetzt mal eben schnell. Tee habe ich dabei. Kann nichts passieren. Ich trinke jetzt auch mal was. Na super, mein Cappuccino ist jetzt kalt. Hm. Okay. Dann kann es zurückgehen. Und dann möglichst anfangen oder möglichst schon fertig kochen, bevor es Mitternacht wird, wegen der Heatmap-Geschichte, die ja wahrscheinlich nachts immer noch schneller läuft als tagsüber.
Nee, ich werde jetzt nichts trinken. Fällt mir gerade ein, damit ich gleich mein Stew zu mir nehmen kann. Genau, okay. Gut, dann bleiben wir mal drin. Wir haben ja mehrere Leute geschrieben, dass Wasser und 4 Mais brauche ich wahrscheinlich. Beer Stew. Alles klar. Oh, 4 Minuten kocht das. Ernsthaft? Was habe ich denn hier zum Verbrennen? Nix. Gut. Habe doch hier meine Müllkiste gehabt. Das ist ja schwierig hier optisch. So, ich glaube, in der nächsten Folge kann ich mal offline ein paar Kisten aufräumen. Lead Ingot habe ich ja auch noch. Also Blei habe ich genug. Pass mal auf. Ich möchte ja ganz gerne mal in den Keller gehen und gucken, ob mein Safe da überhaupt noch steht. Das sehe ich nämlich nicht mehr so. Ich glaube nicht, dass der noch da ist. So, Papier stackt ja jetzt eh viel höher. Das stackt alles auch viel höher. Das Lead könnte ich eigentlich schon mal in Sch nee, könnte ich nicht in Shotgun umwandeln. Das wäre ein bisschen blöd, weil das wäre zu früh, weil so in dem Zustand nimmt das ja viel weniger Platz weg. Das wäre jetzt nicht das Klügste, was man machen kann. Aber ich kann mir richtig viele Stews bauen damit. Finde ich auch sehr schön. Und dann hacken wir uns doch mal eben schnell hier durch. Aber ich gehe davon aus, dass der Safe nicht mehr da ist. Weil der eine Spider-Zombie da ja wie blöd draufgeschlagen hat. Okay, Axt wechseln. Ja, diese vielen Wanderhorden, die können da schon zusetzen, muss ich sagen. Sehr interessant. Auf was hat der denn so lange eingeschlagen? Ja, ich weiß, hier unten können sie auch reinkommen, ne? Na gut, dann öffnen wir doch mal jetzt den Safe. Habe ich hier? Ja, habe ich. So, mit der geht das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Ich hoffe, dass ich den aufkriege, bevor die nächste Horde kommt. Das wäre ganz gut. Ein bisschen laut ist das, aber... Ja, Ausdauer geht runter. Ich glaube, ich warte mal eben. Ich möchte jetzt wegen dem Stu nichts trinken. Will ich gerade, brauche ich kein Wasser für den Stu oder hatte ich noch mehr Wassergläser? Ich meine, der köchelt doch oben schon vor sich hin. Auf Druck habe ich geklickt. Komm, jetzt geh auf. Ich werde hier in diesem Gebiet eh nicht mehr lange bleiben. Dann kann ich jetzt hier auch die Safes öffnen. Boah, das hat sich ja schon gelohnt. Aber kein Pistol Grip. Kein Grip, schade. Jetzt, wo sie den endlich ins Spiel reingenommen haben, hätte ich mich natürlich über ein Pistol Grip auch sehr gefreut. Okay, das kommt jetzt mal in die Waffenkiste und dann können wir doch Sachen wegschmeißen. Schon mal. Da können wir doch jetzt schon mal aufräumen. Pistol Parts 212. Ich weiß nicht, ob ich mir nicht eine Zweitpistole dann mal herstelle, aber ich glaube, so weit sind wir ja noch nicht. Nee. Pistol Barrel. Das ist gut. Dann kann das auf jeden Fall. Nee, komm, wir machen erstmal keine Zweitpistole. Eine Zweitpistole machen wir erstmal nicht. 253, 299, dann kommt der Pistol Receiver weg. Der kommt weg. Die Parts kommen weg. Jetzt brauche ich hier nur noch einen Grip. So. Dann haben wir einen Shotgun.
Barrel, immerhin. Auch wenn er nur pur ist, kann ich mir aber schon mal fast eine neue herstellen. Das können wir scrappen. Den kennen wir ja schon. Und wir sind uns einig, dass wir das auch alles scrappen können, ne? Genau. Crystal Parts. Irgendwas hat sich draußen mal wieder verletzt. Wir probieren jetzt mal so ein Stu aus. Und zwar soll mir das ja, angeblich 2,5 Wellness bringen. Geht. Ja, Wellness plus 3 insgesamt. Cool. 92. Jetzt könnte man mit Alkohol wieder nachspülen. Nö, müsste ich gar nicht mal. Ich könnte jetzt gleich noch eins essen. Das riecht, das Zeug, ne? Von daher könnte man schon überlegen, ob man... bevor man sich auf Reisen macht, das ganze Zeug weg isst oder nicht. Da weiß ich jetzt gar nicht, was da cleverer wäre. Schwierige Sache. Achso, übrigens, Nägel kann man auch scrappen. 2 Nägel, 1 Scrap Metal. Danke für den Tipp übrigens. Also, dass die so viel bringen, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das kann ich nicht scrappen, ne? Doch. Pump Shotgun Parts, 87, 52, 5. Wie kann ich eigentlich, kann ich die alle scrappen, weil wenn ich das Buch habe, kann ich mir welche herstellen. Aber ich behalte sie lieber mal. Shotgun Short Barrel brauche ich auf gar keinen Fall. Pump Shotgun Stock kann man sich eigentlich auch herstellen. Hunting Rifle Parts. Und für 2, unten kommt schon wieder eine Horde. Die Magnum Parts können weg. Die Magnum Parts können weg. Es kommen so wahnsinnig viele Horden, Wanderhorden, das ist unglaublich. Du hast ja keine Nacht mehr Ruhe. Ich finde das nicht schlecht, aber ich habe hier wahrscheinlich wie einige andere Let's Player momentan noch so ein Orientierungsproblem. Incense. Na, jetzt haben sie irgendwas unten gefunden, wo sie draufschlagen. Das scheint auch eine größere Horde zu sein, so wie sich das anhört. Jetzt gar nicht so richtig sehen. Ja, aber sie hauen auch schon wieder ab. Puh, okay. Das Leben eines Kriegers ist einsam, ne? Also ich finde das Spiel echt durchaus fordernd momentan, muss ich sagen. Wie viel Schuss habe ich noch? 86. Da komme ich auf alle Fälle ein bisschen mit über die Runden. Da muss ich mir jetzt noch nicht so die Sorgen machen. Nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, die rennen jetzt bei mir im Haus rum. So wie sich das anhört. Iron Arrowhead. Dann wollen wir uns noch mal ein paar Crossbow Balls herstellen, würde ich sagen. Steel kann ich ja eh noch nicht produzieren. Holz habe ich, glaube ich, in meiner Kramskiste, genau. So. Crossbow Bolt. Iron Crossbow Bolt. Machen wir das mal. Wenn ich das Eisen habe, kann ich sie auch herstellen. Iron Arrow. Nehmen wir erstmal die und
Die packen wir hier mal. Dann kann ich die Stahlpfeile ja aber auch verschießen. Dann kann ich die ja mitnehmen. Und wenn ich die weg habe, dann ist gut. Okay, alles klar. Brandpfeile hätte ich unheimlich gerne. Das wäre noch etwas, was mir wirklich was bringen würde. Wenn ich die Brandpfeile finden würde. Ich pack das du erstmal rein. Die werden mir gerade zu laut. Ich sehe keinen. Es ist zu dunkel. Ich habe mir schon so oft geärgert, dass mir der Mining-Helm weggebrochen ist. Alles klar. Na, willst du mal wieder durchs Loch? Ist schon scheiße, ne? Jetzt kommt hier noch eine Horde an. Die rennen doch schon wieder unheimlich viele Leute sehr schnell. Da ist nur einer, ne? Können die hier eigentlich durchgucken? Ja, shit. Können sie. Shit. Das ist jetzt doof. Okay, locken wir die wieder hier hin. Oh, shit. Das ist mehr, als ich wollte. Könnte ich mal besser treffen. Jetzt habe ich die ganze Horde hier am Arsch. Mir ist gerade angefallen, dass es ein Problem werden kann, wenn die da vorne erstmal zu sich zu Dings umwandeln. Zu Goreblocks. Okay. Schwierig, lassen wir das erstmal so. Und bei der nächsten Horde passen wir besser auf. Das ist. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr lange bleiben kann. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier Dinge zurücklassen muss. Ich kann mir nicht helfen. Okay, wir können ja mal weitergehen. In die Richtung ist die Stadt irgendwo, ne? Da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Ich finde das in der Wüste gar nicht mal so schlecht und im Grasland. Ob wir mal... Ne, wir können einfach umziehen, ne? In das Haus da zum Beispiel. In dem war ich auch überhaupt noch nicht drin zum Looten. Vielleicht ziehen wir einfach mal um. Das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Einfach mal umziehen. Und dies hier dann aber weiter für die Forge benutzen. Ich glaube, ein bisschen werde ich noch hier bleiben. Und dann müsste ich aber irgendwie die nächste Nachthorde hier auf einen dieser Dächer irgendwie verbringen. Ah. Naja, da muss ich mir mal was überlegen, wie wir das machen. Da habe ich keine Idee. Ist ja interessant, dass hier so ein Quadrat überhaupt noch nicht entdeckt ist. Guti, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.